So, diese Pferde, die muss keiner bemitleiden. Es ist zwar kalt, aber das macht denen nichts. Und die stehen hier auf einer Höhe. Und das ist das, was ich jetzt eigentlich erklären möchte. Wir sind hier auf einer Berghöhe. Die Tiere hätten durchaus die Möglichkeit, sich, was der Mensch wahrscheinlich tun würde, windgeschützt irgendwo zu platzieren. Sie könnten hier so ein bisschen talwärts laufen und da wären Büsche und das wäre alles ein bisschen enger und würde für unser Menschenverständnis gemütlicher sein. Die Pferde haben aber ein ganz anderes Verständnis von Wohlbefinden als das, was wir gemütlich nennen. Die brauchen nach Möglichkeit eine weite Sicht und Wind. Und das liegt daran, dass Pferde nun mal Fluchttiere sind und keine Höhlentiere. Wir Menschen, wir haben gerne eine Wand im Rücken und die Tür im Blick. Bei den Pferden ist das anders. Die Pferde haben am liebsten einen Rundumblick und dann können sie nämlich erkennen, auch wenn es heute keine Wölfe oder kaum noch Wölfe gibt, dann können sie nämlich erkennen, ob von irgendwo ein Feind lauert und sich nähert. Pferde mögen es, auf großen, weit sichtbaren Plätzen zu stehen, wo sie dann im besten Falle auch noch so viel Platz um sich herum haben, dass sie weglaufen könnten. Auch wenn die Notwendigkeit nicht besteht, das ist bei Pferden einfach programmiert, weil es sind und bleiben trotzdem Fluchttiere. Also, denen hier geht's richtig gut. Die stehen auf einer Höhe, können in alle Himmelsrichtungen weit gucken und fühlen sich ihrer Art gemäß jetzt genauso, wie sie hier stehen, sicher.